Okay, ihr Lieben, es wird Zeit, dass ich heute mal wieder einem Community-Wunsch von euch nachgehe. Denn ihr habt mich gefragt, Tobi, sag mal, du hast jetzt inzwischen ja auch so ein paar Godzilla-Filme schon gesehen. Du kennst den ein oder anderen Atomic Breath da draußen. Könntest du mal ein Ranking machen, was für dich die besten und die denkwürdigsten Atomic Breath sind? Und ich habe mich hingesetzt, habe mir jetzt nahezu alle Atomic Breath mehr oder weniger angeschaut, beziehungsweise die eben, die aus den Filmen stammen, die ich noch nicht gesehen habe, und habe mir jetzt mal ein Top 5... Nee, war schon falsch. Ein Top 6 Ranking aller Atomic Breath für euch zusammengestellt. Das heißt ja, in diesem Video jetzt hier quatschen wir über meine Top 6 Atomic Breath aus sämtlichen Godzilla-Formaten. Das heißt, hiermit werden mit einbezogen die Anime-Filme, die Anime-Serie, Singular Point, dann die ganzen Toho-Filme und logischerweise auch das Monsterverse, wenn denn etwas von den jeweiligen Formaten was dabei sein sollte. Das Einzige, was ich jetzt hierbei weggelassen habe, sind die Comics, weil da habe ich wirklich extrem wenig von gelesen. Deswegen, wir bleiben jetzt hier beim Bewegbildmaterial und dann würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß mit dem Video. Ja, die Atomic Breath bei Godzilla, das ist so eine Sache. Ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut, dass scheinbar zumindest die neueren Projekte darauf bedacht sind, immer einen sehr speziellen Atomic Breath Moment zu machen. Das bekommen wir ja gerade in den aktuellsten Projekten von Godzilla generell mit. Sei es bei so Projekten wie Godzilla Singular Point, wo man sich ebenfalls große Gedanken gemacht hat, wie das Ganze jetzt etwas anders aussehen könnte. Sei es so künstlerisch wie bei Shin Godzilla oder eben einfach auch so wuchtvoll wie bei Godzilla Minus One. Ich hoffe, sie behalten das Ganze so ein bisschen bei, dass die Toho-Projekte zumindest immer mal einen speziellen neuen Atomic Breath ausprobieren. Ich habe es letztens in einem Livestream gesagt, das wäre so mein Pitch für einen coolen Atomic Breath, wenn der neue Godzilla, was auch immer das sein wird, die neue Godzilla-Variante, atomare Partikel in den Himmel schießt und dann verfärben sich die Wolken dunkel und dann kommen aus den Wolken so Atomic Breath-Strahlen runtergeschossen. Ihr könnt mir jetzt ja, bevor wir loslegen, mal ganz kurz in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr von meiner Idee haltet, würde mich einfach mal so ganz nebenbei interessieren. Wir starten jetzt allerdings mit dem Ranking. Auf Platz Nummer 6 habe ich den Atomic Breath von Godzilla aus dem Film Godzilla Final Wars. Und zwar nicht irgendein Atomic Breath, sondern genau den Atomic Breath, den Godzilla dann benutzt, um zu versuchen, diesen Asteroiden aufzuhalten, der dann auf der Erde einschlägt, um das Monster X in den Kampf zu schicken. Und tatsächlich, wir hatten bereits live über den Film Godzilla Final Wars gesprochen. Das Ganze war ein sehr witziger Livestream, finde ich zumindest persönlich. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe dir das Ganze mal da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken und den Stream gerne nachholen. Da haben wir nämlich auch darüber gesprochen. Und ich hatte noch gesagt gehabt, ey, das, also eine der wenigen Sachen, die mich an Godzilla Final Wars wirklich gestört haben, ist, dass wir keinen speziellen, denkwürdigen Atomic Breath bekommen haben. Daraufhin hat mir jemand von euch geschrieben, Tobi, Moment, da gab es doch aber diesen einen Moment, wo Godzilla seinen Atomic Breath gegen diesen Asteroiden geschleudert hat. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es im Stream zwar nicht zugegeben, aber ich muss jetzt hier ganz ehrlich sagen, in dem Augenblick, wo das passiert ist, habe ich mir gerade was zu essen geholt. Also während ich den Film geschaut habe, habe ich genau das nicht mitbekommen, beziehungsweise mehr so im Hintergrund mitbekommen. Also das mit dem Asteroiden habe ich noch gesehen und wie der dann eben auf der Erde eingeschlagen ist. Nur der Moment, in dem Godzilla eben noch versucht hat, den Asteroiden mit dem Atomic Breath aufzuhalten, der ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Deswegen habe ich die Szene jetzt nochmal nachgeholt und ich muss wirklich sagen, ja, das hat mir relativ gut gefallen. Ich mag es halt, wenn diese Atomic Breath Strahlen wirklich wuchtig sind und der war sehr wuchtig. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass Godzilla Final Wars einer der Filme ist, wo man sich genau auf diesen Atomic Breath bezieht. Der hat andere starke Punkte, aber der Atomic Breath selber wäre jetzt eben hier nicht der zentrale Wuchtpunkt, wo ich sagen würde, weißt du noch damals bei Godzilla Final Wars, der Atomic Breath? Ich glaube, das, wo Leute dann mehr drüber sprechen in dem Film, ist Zilla schon mal an sich, dass der eben auftaucht oder eben das Monster X vielleicht auch selber, aber jetzt weniger dieser Angriff auf diesen Asteroiden. Trotz allem hat mir das Szenario echt gut gefallen, wenn dann auch die Kamera einmal so um Godzilla rumschwenkt und er hat ähnlich wie bei Godzilla Minus One erstmal diese blauen Staubwolken im Mund und man sieht, dass der Atomic Breath sich jetzt gerade in ihm sammelt und er schießt dann diesen Strahl
Strahl in den Himmel rein, bis ins Weltall, glaube ich sogar. Ich werde es hier auf jeden Fall gerade mal einblenden, den Clip. Und das sieht schon relativ cool aus, hat es allerdings nur auf Platz 6 geschafft. Obwohl ich sagen muss, Platz 6 ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Auf Platz Nummer 5 hat es ein Monsterverse Atomic Breath geschafft. Und tatsächlich, ich habe mir zuallererst gedacht, okay, das Monsterverse wird hier gar nicht drin vorkommen, weil ich finde, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dass die Atomic Breath von Godzilla im Monsterverse sehr austauschbar sind. Es gibt jetzt keinen, der wirklich einen extremen Impact hat, außer vielleicht der eine in Godzilla vs. Kong, wo Godzilla dann diesen Strahl in die Erde runterballert. Über den spricht man vielleicht noch. Und genau diesen Atomic Breath habe ich mir dann so überlegt, mir mal zur Brust zu nehmen und habe mir dann gedacht, was macht den allerdings so besonders? Und bin dann zu der Entscheidung gekommen, hier nicht einfach nur den Atomic Breath in das Ranking auf Platz 5 reinzubauen, sondern eben genau diesen Kiss of Death, also den Kuss des Todes, den Godzilla hin und wieder mal eingesetzt hat. Am prägnantesten ist der Kuss des Todes, glaube ich, bei Muto und eben in der Apple TV Plus Serie Bonak gegen den Iron Dragon vorgekommen. Das ist quasi der Moment, wenn Godzilla einfach jemanden packt und ihm dann ins offene Maul diesen Atomic Breath Strahl reinballert. Und da muss ich wirklich sagen, ja, gerade wenn man sich die Nummer nochmal auf 4K anguckt, also das heißt jetzt hier gerade den allerersten Godzilla-Film von 2014, den ersten Monsterverse-Godzilla-Film meine ich natürlich, dann wirkt das schon extrem pompös und tatsächlich war das damals der Atomic Breath, wo man nach dem ersten Godzilla-Film tatsächlich drüber gesprochen hat. Das heißt, nach dem Kinobesuch von 2014er Godzilla, da gab es dann immer zwei Momente oder beziehungsweise zwei Argumente, die man auf den Film angewandt hat. Zum einen dieses Gemecker, oh, Godzilla war da zu wenig zu sehen, das geht irgendwie alles noch besser. Aber der Atomic Breath am Ende war doch richtig geil gewesen. Deswegen bleibe ich dabei, damit das Monsterverse hier auch einen schönen Platz bekommt. Der Kuss des Todes von Godzilla aus dem Monsterverse und ganz explizit der Kuss des Todes, den der Muto abbekommt in Godzilla 2014, ist hier auf Platz 5. Auf Platz 4 landet hier Shin Godzilla. Und ja, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass diese Liste jetzt hier sehr kontrovers werden wird. Shin Godzilla habe ich hier auf Platz 4 eingereiht. Warum allerdings so weit unten? Ich war doch mal so begeistert von diesem Atomic Breath gewesen. Und ihr dürft mich hierbei nicht falsch verstehen, das ganze Konstrukt um diesen Atomic Breath von Shin Godzilla ist einfach eine wahre Kunst. Die Musik im Hintergrund, dann das Licht, das dunkel wird, das Pink-Leuchten von Shin Godzilla. Und dann passieren sehr viele Dinge für meine Verhältnisse sehr willkürlich. So der Begriff random würde hier wieder eintreffen. Wenn wir dann sehen, wie Godzilla zuallererst, nachdem er sich nach vorne gebeugt hat, so eine Staubwolke in die Stadt reinschießt und dann fängt dieser Rauch an zu brennen, weil dann schießt Shin Godzilla noch einen Feuerstrahl hinterher und der entwickelt sich dann langsam zu einem Laserstrahl. Da hätte ich gesagt, okay, da müsste man jetzt einen Cut machen, das reicht, das ist cool so. Aber der Film geht einfach noch ein bisschen weiter, denn auf einmal kann dann Shin Godzilla nicht nur aus dem Maul einen Laserstrahl schießen, sondern ebenfalls noch aus der Schwanzspitze hinten und dann kommen noch Flugzeuge von oben angeflogen und dann kann er auf einmal auch aus den Rückenplatten Laserstrahlen rausschießen. Es eskaliert mir einfach ein bisschen zu krass in dieser Szene. Und an sich mag ich das Ganze dennoch. Ich werde diesen Film auch immer noch weiterhin präsentieren, wenn es darum geht, die schöne Magie eines 4K-Fernsehers vorzuführen, sei es bei Freunden oder bei der Familie. Da wird das auf jeden Fall eine Szene bleiben, die ich immer noch als Vorzeigeszene vorführen werde, weil sie eben einfach wunderschön ist. Allerdings war mir der Atomic Breath hier, wie gesagt, das war mir persönlich einfach zu viel aus dem Arsch gezogen, könnte man sagen. Von daher, ja, Platz Nummer 4. Ich denke mal, das ist relativ nachvollziehbar. Und wenn es für euch anders ist, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare unten rein. Auf Platz Nummer 3, und das wird jetzt noch kontroverser, weil ich gerade Shin Godzilla auf Platz 4 gesetzt habe. Auf Platz Nummer 3 setze ich aus Godzilla Singular Point den Atomic Breath des vollendeten Godzillas. Und ja, hier bei diesem Ranking geht es eben nicht um die Story an sich. Godzilla Singular Point war mir von der Geschichte her, genau wie der Atomic Breath von Shin Godzilla, zu willkürlich und zu viel des Guten. Da wusste man einfach nicht, wann es gescheit ist, jetzt hier mal einen Cut zu machen und eine schöne, knackige Story zu erzählen. Das Ganze musste natürlich immer wieder extrem ausgeweitet werden. Am Ende hast du gar nichts mehr gerafft. Zu Godzilla Singular Point habe ich sogar mal mit Sebastian von Filmstarts ein Live-Video gemacht, einen Live-Talk drüber gemacht. Das habe ich dir auch mal da oben verlinkt. Kannst du gerne auch mal nachholen. Und wir waren uns beide einig, dass die Serie so einen Punkt gehabt hat, wo man hätte sagen können, okay, das ist jetzt eben die Handlung. Also, das ist auf jeden Fall alles sehr konfus. Auf jeden Fall geht es ja hier nur um den Atomic Breath-Strahl. Und der
ist genau das, was ich eben gerade bei Shin Godzilla erzählt habe. Er hat einen sehr coolen Aufbau, einen Aufbau, wo man sich dann auch wirklich fragt, okay, was passiert jetzt als nächstes? Und dann sehen wir, wie aus Godzillas Maul solche Ringe rausragen. Das sind so Atomic Breath Ringe, die so ein bisschen wirken, als könnte er damit auch zielen, wo sein Strahl dann im Endeffekt hingeht. Und wenn er dann noch seinen Atomic Breath Strahl plötzlich aus dem Maul herausschießt und wirklich wie so ein Schweißbrenner durch die Häuser durchpflügt, das kommt alles sehr cool rüber. Und der einzige Grund, warum dieser Atomic Breath Strahl hier über Shin Godzilla gelandet ist, ist ganz einfach der Punkt, dass es das hier auch gewesen ist. Der Atomic Breath an sich wirkt hier so viel wuchtiger, da jetzt Godzillas Rückenplatten nicht noch irgendwie anfangen, auch noch Laserstrahlen nach oben zu schießen oder ähnliches. Wie gesagt, bei Shin Godzilla war es mir eben zu viel, da hätte ich mir gewünscht, dass der Laserstrahl in seinem Maul, das wäre es einfach gewesen. Und genau das habe ich jetzt hier bekommen bei Godzilla Singular Point, bei dem Atomic Breath. Und deswegen landet der auf jeden Fall über Shin Godzilla auf Platz Nummer 3. Auf Platz Nummer 2 landet bei mir der Atomic Breath von Godzilla 1954, ja, dem allerersten Godzilla-Film, in Schwarz-Weiß. Und das ist ja mein persönliches Ranking. Das könnt ihr jetzt alle anders sehen. Ihr könnt jetzt alle sagen, Moment, du hast doch aber eben gerade noch so oft davon gesprochen, dass der Atomic Breath einen bleibenden Eindruck hinterlassen muss. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, findest du wirklich, dass der Atomic Breath im allerersten Godzilla-Film einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dann müsste ich da ganz klar sagen, hundertprozentig ja. Zumindest sehe ich persönlich das so. Der Atomic Breath im allerersten Godzilla-Film ist nicht pompös. Wir haben keine große Kamerafahrt um Godzilla herum, wie er sich jetzt gerade erst auflädt und dann einen ultimativen Strahl herausschießt. Wir haben nicht mal mehr einen Strahl. Das Ganze sieht in dem Film eher aus wie so ein atomarer Nebel, der Sachen entflammen lässt, wenn er sie berührt. Beziehungsweise schmelzen Dinge auch einfach hin. Und genau das gefällt mir so krass an diesem Atomic Breath. Dieses Unscheinbare, wenn Godzilla diesen Strahl oder diese Wolke erstmal aus dem Maul herauslässt, bis die Attacke dann aber auf Lebewesen oder eben auf Objekte trifft. Wir sehen, glaube ich, zuallererst, wie diese Stromleitungen, diese gewaltigen Strommaste dann in sich zusammenfallen und quasi einfach wegschmelzen. Wir haben sogar einen Moment, wo wir sehen, wie Godzilla dann diesen Atomic Breath oder wie er hier noch genannt wurde, der Heat Ray Breath, da sehen wir, wie Godzilla diesen Hitzeatem einfach auf eine Mutter losschießt, die ihr Kind im Arm hat. Wir sehen zwar nicht mehr genau, was passiert, allerdings können wir uns das ganz gut vorstellen, da wir ja kurz vorher gesehen haben, was dieser Angriff wirklich mit Panzern macht, mit normalen Fahrzeugen, mit Strommasten. Was wird das Ganze wohl mit dem Kind und der Mutter angestellt haben? Und dieser Angriff hier wirkt einfach nochmal ein bisschen brutaler, weil Godzilla permanent die Übermacht in diesem Kampf ist und dann auf einmal noch diesen Hitzeatem auspackt und du merkst einfach nur die Verzweiflung der Menschen, wenn die Nummer dann auch vorbei ist. Du hast dann wirklich ein ganz mulmiges Gefühl im Magen. Und ich weiß, ich hype den ersten Godzilla manchmal, aber die Meinung, die behalte ich auch wirklich fest. Das ist für mich mitunter einer der besten Godzilla-Filme, wenn nicht sogar der beste Godzilla-Film, weil er einfach gerade aufgrund dieses Schwarz-Weiß und dieses ganz dezenten Einsetzens von bestimmten Techniken so gut funktioniert. Was kann dann jetzt noch auf Platz 1 sein? Und ja, es ist halt wirklich so. Wer hätte es gedacht? Der Atomic Breath aus Godzilla Minus One. Und dabei rede ich jetzt allerdings von einem bestimmten Atomic Breath, den sehen wir ja im Film bis zu zweimal oder dreimal. Also zweimal sehen wir den definitiv, einmal in der Stadt und einmal noch im Meer später. Ich rede hier von dem Atomic Breath in der Stadt selber, weil das eigentlich an sich dieselbe Ausgangslage ist wie auch im allerersten Godzilla-Film von 54, dass Godzilla an Land kommt und bereits für Terror und Angst sorgt. Man denkt sich, es kann nicht noch schlimmer werden. Auf einmal sehen wir, wie sich Godzillas Rückenplatten aus dem Körper rausziehen und fangen an zu leuchten. Die Kamera folgt dann dem ganzen Szenario und die Rückenplatten schieben sich immer weiter heraus, vom Schwanz ab bis hoch zum Kopf. Godzilla bekommt erneut diesen Energieboost, den man auch in seinem Mund aufflackern sieht. Er holt aus und die gesamten Rückenplatten knallen ihm wie so ein Magazin in den Rücken wieder rein und er schießt diesen Strahl einfach raus. Das war im Kino ein unfassbar krasser Moment, weil dieser ganze Terror, den du davor im Film gesehen hast, wurde auf einmal mucksmäuschenstill. Du hast nur noch den Bass gespürt, dieser Einschlag dieser Waffe, der eben eine Atombombe symbolisieren sollte. Und genau das ist es, was ich sehen will von so einem Atomic Breath. Dieses Dezente, diesen einen massiven Einschlag, der aber, wenn er dann wirklich auch passiert, dann diesen Impact hinterlässt. Und Godzilla Minus One schafft das einfach derart stark, dass du wirklich in dem Augenblick, wo Godzilla dann ein zweites Mal im Meer
zu einem Atomic Breath ausholt, dass du dir dann wirklich denkst, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Du fieberst einfach wirklich diese Verzweiflung mit, weil das ein Atomic Breath ist, bei dem du dir ganz sicher bist, den kannst du nicht aufhalten. Egal, was da dazwischen kommt, wenn dieses Ding auf irgendetwas zielt und er schießt dieses Teil los, dann hast du einfach verloren. Und ich behaupte einfach mal, dass du diese pure Macht, diese pure Naturgewalt so in noch keinem Godzilla-Film zuvor gesehen hast. Aus diesem Grund, ja, ist mein Platz Nummer 1, der Atomic Breath, ist dann auf jeden Fall Godzilla aus Godzilla Minus One. Sprechen wir allerdings jetzt nochmal über den ein oder anderen Atomic Breath, der es jetzt hier eben nicht in den Film geschafft hat. Unter anderem über den Atomic Breath von Godzilla Earth in dieser Godzilla Earth-Trilogie. Da habe ich mir auch ganz kurz gedacht, ob ich den mit reinpacken soll und vielleicht auf den 6. Platz setzen sollte, denn hier haben wir auch im allerersten Film einen Moment, wo die Menschen dann versuchen, die Erde zu verlassen, weil Godzilla eben die Erde vernichtet und deswegen müssen wir uns einen anderen Planeten zum Überleben suchen. Und dann sehen wir im Hintergrund, wie ein Raumschiff versucht abzuheben und Godzillas Atomic Breath kommt quasi aus dem Nichts herausgeschossen und knallt dieses Raumschiff einfach weg. Das sieht auch unfassbar wuchtig aus, aber ich habe mir dann irgendwie gedacht, es kommt auch so aus dem Nichts und es hat nicht diesen Impact, weil es einfach mal so nebenbei passiert. Das ist auch das, was in den Monsterverse-Filmen so häufig passiert. Diese Atomic Breaths, die passieren eben einfach nebenbei. Die werden einfach nur noch benutzt, damit sie halt da sind. In Godzilla Kong The New Empire fand ich den Atomic Breath echt sehr lahm, muss ich sagen. Da habe ich auch ganz kurz drüber nachgedacht, inwiefern ich den da einbauen könnte, aber der gesamte Atomic Breath Verlauf von Godzilla Evolved, der hat ja gar nichts. Also da ist ja kein Impact dahinter, da ist gar keine Denkweite dahinter, das bleibt dir nicht im Kopf hängen. Natürlich habe ich auch kurz dran gedacht, den Atomic Breath von Godzilla Millennium einzubauen und der ist cool, der ist auch wuchtig, der ist auch krass. Da muss ich mir mal selber eingestehen, dass der Punkt, dass Godzilla Millennium mein Lieblings-Godzilla ist, vom Design her, der hätte da vielleicht ein bisschen zu stark mit reingespielt, das wäre dann unfair gewesen. Jetzt vergisst du auf jeden Fall nicht, mir deine Top 6 Atomic Breath in die Kommentare unten reinzuschreiben und mir vielleicht nochmal ein kurzes Feedback zu geben, was du von meinem Ranking hältst. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.